Freunde, ich habe gehört, ich bin im neuen Tim Jacken-Video. Ich habe einen Ehrenplatz oder irgendwas. Was habt ihr da geschrieben? Ansage an Rezo, Steuerung L, neues Statement vor 20 Minuten. Was ist das für ein Video? Wir von Steuerung L sind... Was ist das? Ah, Bruder, ja, hier der Echsenmensch. ...vor einer massiven Hate- und Hetzkampagne geworden. Steuerung L. Steuerung L. Steuerung L. Steuerung L. Steuerung L. Sie lügen bewusst vor einem Millionenpublikum und all das ist belegt und bewiesen. Das ist natürlich ungünstig. Doch sowohl das Video vom Blauhaarigen als auch alle Kommentare und Reactions verbreiten nur Lügen, Hetze und Hass über uns. Deswegen haben wir investigativ recherchiert und so viel Mühe gegeben, wie sich noch nie ein Journalist Mühe gegeben hat, und bieten euch heute... Bruder, wie kriegt er so viel Volumen in sein Haar? Das frag ich an der Stelle, ja? Der Gott des Volumens, der Hair Goat. Sieht voll aus wie Gurkensohn. Erst, was ist, wenn wir zwei ein Kind kriegen, Tim? Also jetzt nur, hypothetically. Ich spreche hier nur von hypothetischen Hypotenusen und so. Die komplette Wahrheit. Okay, schon. Wenn Sie der Meinung sind, Sie haben alles richtig gemacht, dann könnte man das ja auch öffentlich austragen. Im heutigen Spielfilm zeigen wir euch, dass Rezo mal wieder lügt. Wir haben eine Internet-Haterin interviewt, um rauszufinden, wo der ganze Hass gegen uns herkommt. Wir haben Rezo eine Falle gestellt, in die er einfach eiskalt reingetappt ist. Und außerdem können wir euch noch den glasklaren Beweis bieten, dass wir noch vor dem Dreh mit den Superreichen rausgefunden haben, dass Theo sehr reich ist. Boah, ich hab mit Theo, jetzt mal Real Talk, ich hab mit Theo geschrieben. Der hat mir gesagt, er schickt mir Sachen, die nochmal auf Steuerung F. Nee, hat er mir noch nicht geschickt. Er hat mir gesagt, ich sag nicht, was er mir gesagt hat, aber er hat gesagt, da gehen witzige Dinge im Hintergrund ab, oder sind zumindest witzige Dinge im Hintergrund abgegangen. Aber ich habe dafür keine Beweise oder so. Er hat gesagt, er schickt mir das. Aber witzig, der ist auf mich zugekommen, na, und hat dann gesagt so, ey, auf voll chillig, also ja, hier, dies, das und bla bla. Los geht's mit die Vergeltung an Rezo. Es wird eh rauskommen, denke ich, falls da was gibt. Fangen wir doch erstmal mit dem Vorwurf an, dass ich, die Seil, die Journalistin, mich rausreden wollte, als ich mutmaßlich in dem Funk-Podcast gelogen habe, als ich sagte, dass wir nicht miteinander geredet hätten. Und es ist auch bis zur Veröffentlichung unseres Films zu keinem persönlichen Gespräch zwischen uns gekommen. Das ist gelogen. Dieser Vorwurf ist eine Lüge. Weil eine Sache... Oh, Jesus Maria! Team, Alter! ...schweigt uns Rezo. Rezo meinte ja, dass es grammatikalisch gar keinen Sinn ergeben würde, in diesem Kontext von wir zu reden. Leider hat er uns, also Steuerung F, auf diese Frage nicht geantwortet. Und es ist auch bis zur Veröffentlichung unseres Films, also dem Film von Steuerung F, zu keinem persönlichen Gespräch zwischen uns gekommen. Also zwischen Steuerung F und... Ah, nee, sorry. Da ist jetzt plötzlich Desiree als Einzelperson gemeint. Abgesehen davon, dass das grammatikalisch keinen Sinn macht, ist es noch viel offensichtlicher, dass das eine Ausrede ist. Und hier fangen die Lügen von Rezo schon wieder an. Das Ding ist, wenn ich hier von wir rede, rede ich im Pluralis Majestatis von mir, also in der Majestätsform. Denn wir identifizieren uns als Desire und als Königin des Journalismus. Also bei uns gibt es kein Ich, sondern Desire. Ja, klar. Schließlich ein Wir. Und das haben wir auch alle 13 Sekunden im Telefonat gesagt. Deswegen sehen wir mal wieder, Rezo ist das Problem. Also ich akzeptiere, wie Desire sich identifiziert. Und außerdem hat er nicht gesagt, dass er jegliche Geschlechter akzeptiert. Aber wenn ich mich als Königin des Journalismus identifiziere, geht es nicht. Doppelmoral, Rezo, mal wieder am Start, ne? Jesus, hör auf damit! Um Gottes Willen, mach deine Videos gleich laut, Tim. Es ist nicht schwer. Ich krieg jedes Mal einen Herzinfarkt. Aus dem vorherigen Grund ist es jetzt wahrscheinlich auch schon jedem schlüssig, warum wir Rezo mit der Therapie natürlich nicht geglaubt haben. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, der unsere Stutzigkeit ein bisschen untermauert. Rezo ist reich. Und wir wissen ja alle, hast du viel Geld, bist du immer sehr glücklich. Ja. Ist erstmal ein Fakt, weiß ja jeder. Dazu, sagen wir mal, sollte es ihm wirklich... Ohne Spaß. Einmal noch. Wirklich mal schlecht gehen, hätte er die finanziellen Mittel, sich einen Jetski zu kaufen. Und habt ihr schon mal einen traurigen Menschen auf einem Jetski gesehen?
Ich nicht. Deswegen finden wir es auch ziemlich abwegig, dass eine so reiche Person wie Rezo eine Therapie macht. Bei uns sehen wir deswegen weniger den Fehler, sondern wieder mehr bei Rezo, weil er uns einfach nicht mitgeteilt hat, dass er halt eben kein Jetski besitzt. Ich bin schon so getriggert. Und dem Hate in den Kommentaren gab es unzählige Reaktionen ja. auf Rezos stalinistische... Was? Das hat so viele Aufrufe. Noch einmal. Und dem Hate in den Kommentaren gab es unzählige... Junge, ich krieg das ja gar nicht mehr mit. Also nicht, als würde ich das nicht mitverfolgen. Ich habe mitbekommen, dass das Video voll abgegangen ist. Aber 200.000, das ist so dämlich. Und dann setze ich mich, schau, und dann setze ich mich da zwei komplette Tage von morgens bis abends hin, mache ein Hauptkanalvideo und das kriegt dann so 100.000. Ich beschwere mich nicht. Ich finde es super. Nur, was soll das? Was soll das, YouTube? YouTube, seid's doch nicht so. Die Reaktion auf Rezos stalinistische Lügenpropaganda. Gar nicht abgehoben, Bruder. Das ist ja, also... Aber gut, da muss man auch dazu sagen, jedes STRG-F-Video ist sowas von abgegangen. Für den Inkef sind 76.000 mega viel. Für den Stay sind 290.000 mega viel. Für Dr. Freud 150.000 mega viel. Jedes einzelne Video. Wo kommen die ganzen Leute her? Die sich dem Mob angeschlossen haben. Ich finde es persönlich schade. Ah, okay, STRG-F, das war wieder mal ein Schuss in den Ofen. Schade. Eine der Internet-Haterinnen war Miss Georgia Cavallo. Sie hatte zusammen Du hast Glück gehabt. Namens TJ auf ein Video von uns reagiert und folgenden Hate von sich gegeben. Ich fand auch die Antwort auf diesen Kritikpunkt von Rezo, der war so wack. Die kommt mir ja bekannt vor. Und ich glaube... Ist das deine Freundin? Deshalb sind YouTuber da teilweise gründlicher. Unsere Antwort war wack. YouTuber sind gründlicher in den Aussagen als wir. Steuerung L. Das konnten wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen und haben sie damit konfrontiert. Miss Giorgio Cavallo, was war der Zweck Ihrer Beleidigung gegen uns? TikTokerin. Ich habe euch ja nicht wirklich beleidigt. Ich meinte nur, dass ich... Das war so geil. Ich war auf der Gamescom letztes Jahr, ne? Und da hat mich dann einer angesprochen. Ich habe mich im Nachhinein unschlecht gefühlt. Ich habe es nur lustig gemeint. Der ist so gesessen, das war in der Creator Lounge und er so, ey Kaiser, und ich gehe so rüber, ich so, ja, was geht? Feiere ich voll, was du machst da auf YouTube und dies und das und also weiß nicht, vielleicht hast du schon mal was von mir gesehen und ich sag so, wo machst du gleich Content? Und er sagt so, na, auf TikTok. Und ich sag so, aber das war halt so Reflexreaktion, ich sag so, ah, drum kenne ich dich nicht. Aber das war halt original, es war halt nicht mal böse gemeint, es war halt einfach nur so, yo, ich habe keinen TikTok-Account, ich bin nicht auf TikTok und so unterwegs. Und ich habe mich dann urschlecht gefühlt. Falls du siehst, es tut mir urleid, das war echt nicht böse gemeint. Die Art und Weise, wie auf die Kritikpunkte reagiert wurde, ziemlich wack war. Also hassen Sie alle Journalisten? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Freunde, ihr schneidet mich gerade völlig aus dem Kontext. Darauf hatte die Haterin Cavallo auch keine Antwort mehr. Niemand möchte mit uns vernünftig reden. Aber das kennen wir Journalisten schon. Und dann sagen sie sogar noch, wir würden unsauber arbeiten. Und ich weiß nicht, was der Grund dafür ist. Ob man vertuschen wollte, dass man journalistisch nicht sauber gearbeitet hat. Digga, Rezo, hast du mich gerade als Dreckige beleidigt? Nicht sauber. Mann, ich halte den Held nicht mehr aus. Hey, es wird alles okay, ist alles gut. Schäm dich, Rezo! Alles gut. Witzig, wie das hier eingerichtet ist. Der hat ja auch so ein Riesenstudio und dann baut er das einfach so vor seiner Wand auf. Mehr LEDs sind wichtig. Dünkler, macht das alles dünkler hier und dann mehr LEDs. Ich habe, by the way, mein Sign wieder gefixt. Es ist letztes Mal ausgefallen und ich habe einen neuen Stecker reingesteckt und jetzt funktioniert es wieder. Ha! Glück gehabt nochmal. Zum Thema Störung L hätte Rezos Fragen nicht beantwortet, gibt es auch eine sehr anschauliche Erklärung. Ja, Rezo hat uns Fragen gesendet, das ist richtig. Aber vor seinem neuen Statement haben wir ihm auch eine Frage gestellt und diesmal hat er sogar 24 Minuten statt den vorherigen 11 Minuten Zeit zum Antworten. Aber auch diesmal hat er unsere Frage leider nicht beantwortet. Was soll das? Dabei hatten wir auf die Frage, was ist Gott, extra ein PDF mit der Bibel mitgesendet. Hä, Rezo, wer duckt sich jetzt weg, hä? Warum beantwortest du die Frage nicht? Oder ist dir das wieder zu komplex? Ich dachte, du bist so schlau. Diesmal war es leise. Ich schwöre, das ist ein Live-Video. Der hat das mitbekommen, dass ich mich aufgeregt habe, oder? Ich hätte gesagt, ich schalte weg. Ich kann mir das nicht mehr geben. Nicht alle 5 Sekunden näher zu natürlich kriegen. Aus unseren Fehlern lernen, haben wir nicht, wie ein paar Schafe gefordert, mehr Zeit zum Beantworten der Fragen gegeben. Digga,
Bin ich blöd, habe ich gefärbte Haare oder was? Sondern sind höchst investigativ extra von Köln nach Aachen gefahren, um Rezo aufzusuchen. Und wir haben wirklich überall gesucht. Hallo, wohnt hier Rezo? Piss dich, du Anton! Doch das Einzige, was wir herausgefunden haben, ist, dass Rezo sich weiter versteckt, sich weiter von unseren Fragen wegduckt. Wir haben ihn nicht finden können. Och Manno! Das macht mich als Journalist wirklich wütend. Niemand will mit uns armen Journalisten reden. Hey, ist alles okay? Pimp-Vibes, gell? Die Jacke ist crazy. Schämt euch alle! Alles gut. Hallo, kurzer Hinweis. Ich bin Mirko. Ich bin seit 3 Tagen wach, möchte mich aber auch noch mal kurz zu Wort melden. Mir hat Rezo ja vorgeworfen, ich hätte die mutmaßliche Lüge... Ey, nichts gegen den Mirko. Mir tun die Leute ja eh leid. Mir tun die Leute ja eh leid, die da sitzen und die... Was heißt die da sitzen? Ich weiß halt nicht, sind das die Leute, die dann wirklich auch immer da recherchiert haben? Wahrscheinlich, oder? Die Desire und der Mirko und so, die da gesessen sind. Und der Typ mit dem Edgar-Cut. Weil wenn das die Journalisten dahinter sind, wovon ich ausgehe, dann macht es Sinn, dass sie sagen, yo, ich möchte mich hier vor der Kamera auch zu Wort melden und sowas. Aber wenn das halt quasi nur so, wenn das ein größeres Team ist und sie sind quasi dann nur so die Aushängeschilder oder sowas, dann tut mir das ja eh leid. Kaiser mit langen Haaren würde sick aussehen. Glaubst du wirklich? Glaubst du wirklich? Na, mir steht keine einzige Frisur außer die exakt, also exakt diese. Das ist die einzige Frisur, die zu mir passt. Ich hätte mich nicht darüber informiert, dass Theo zu den Superreichen gehört, zu vertuschen. Rezo, 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 da bist du wohl in meine Falle getappt, weil sieh mal, was Theo mir noch vor dem Dreh gesendet hat. Steuerung F, Bruder, vertrau mir, ich bin superreich. Tja, was sagst du jetzt, Rezo? Geh mal lieber wieder Haare färben, Alter. Rezos Kritik an uns war hart und wie wir beweisen konnten, auch komplett unberechtigt. Es gibt zwar immer noch so Anwälte wie Sollmecke, die meinten, wir hätten irgendwie den Pressekodex oder so verletzt. Ich bin schon der Meinung, dass hier eine Verletzung der Sorgfaltspflichten stattgefunden hat und der Pressekodex damit verletzt worden ist. Ich weiß aber nicht, was du, Goofy, du Benjamin Blümchen jetzt von uns willst. Du warst ja nicht mal beim Dreh dabei, aber eine Sache ist klar. Du bist genauso dumm wie Simon Unge. Und auch an alle Reaction-YouTuber, wenn ihr uns eure Meinung geigen wollt, dann folgt mir gefälligst auf Instagram und macht das nicht mit irgendwelchen Reaction-Videos. Die Kommentare lassen wir wie immer unter diesem Video natürlich offen und lassen nicht nur Kommentare da stehen, die unserer Meinung entsprechen. Danke schon mal an Ganeko für diesen süßen Kommentar hier. Aber scrollt gerne mal selber durch die Kommentare durch. Ich denke, da wir... Ich hab so Angst. ...wie immer großartige Arbeit geleistet haben, wird es da nur Kommentare geben, die unsere Meinung vertreten und uns gegebenenfalls auch mal in den Himmel loben. Alles andere wird ganz bestimmt nicht gelöscht. Ach, und außerdem, wir haben die Morning Nutrition Kritik eigentlich nur gemacht, dass wir den Code TJ bei ESN bewerben können. Denn bei jedem, der diesen Code benutzt, wird das Geschlecht zu eurer Wahl ein bisschen größer und schöner. Okay, ja. Nee, ich vertraue dir nicht. Weißt du was? Nein, ich vertraue dir nicht. Schau, pass auf. Tim. Gutes Video. Super Video. Ha, habe ich ja ein bisschen in die Zukunft geschaut, oder? Bist du narrisch? Das wäre jetzt richtig laut gewesen. Das war normale Lautstärke, obwohl ich das auf ein Viertel oder so gesetzt habe. Halt die Tür zu. Ey, witziges Video. Ich habe jetzt ungefähr 3 Jahre weniger zu leben aufgrund eines Herzfehlers, den ich mir hier angeeignet habe nach diesem Video. Aber Shoutout. Danke, dass ich dabei sein durfte.